Die große Rückenflosse ist das Erkennungsmerkmal. Eschen leben hauptsächlich in den Oberläufen von Flüssen, der sogenannten Eschenregion. Sie gehören zu den Wanderfischen, die im Winter die tieferen Ausspülungen, auch Kolke genannt, aufsuchen und im Frühjahr auch über weitere Strecken zu ihren Laichplätzen an Kiesbänken ziehen. Idealerweise hat ein Frühjahrshochwasser den Kies sauber gespült, auf dem die Eschen nun laichen. Im flachen Wasser beginnt das Treiben mehrerer Tiere, das in der Paarung und Ablage der Eier in den Kiesgrund endet. Im sauerstoffreichen und kalten Wasser benötigen die Embryonen mehrere Wochen bis zum Schlupf. Und hier beginnt das Problem. Viele Flüsse der Eschenregion sind heute verschmutzt. Der Gewässergrund ist als Laichplatz nicht mehr geeignet. Bodeneinträge und sonstige Stoffe verkleben den Kies. Die Eier können sich hier nicht mehr entwickeln. Und in begradigten Flussabschnitten gibt es überhaupt keine Kiesbänke mehr. Die Zahl der Eschen in den Flüssen hat sich deshalb dramatisch verringert. Um die Art zu erhalten, sind Hilfsprogramme notwendig geworden. Hier werden laichbereite Eschen abgestreift und die Eier künstlich befruchtet. Das Verfahren funktioniert in Aufzuchtstationen mittlerweile gut. Dennoch sind dies lediglich akute Sofortmaßnahmen, die an der schlechten Grundsituation nichts ändern. Die Wiederherstellung intakter Flussbiotope ist auf den Weg gebracht. Der teilweise renaturierte Oberlauf der Lippe bietet den Eschen bereits wieder die Voraussetzungen, die für eine selbsterhaltende Vermehrung notwendig sind.